Es wird langsam Zeit, dass ein bisschen mehr Action reinkommt in die Märkte. Wir sehen derzeit so eine Art Complacency, so eine Art Vertrauensseligkeit. Was soll schon schiefgehen, denkt man sich. Dementsprechend gehen die Aktienmärkte so tendenziell so leicht nach oben. Jetzt mit Ausnahme des Nasdaq gestern sehen wir Zugewinne, so Seitwärtsgeschiebe unter dünnsten Volumina. Wir hatten gestern den Tag mit den geringsten Handelsumsätzen des Jahres 2021, vorgestern den zweitgeringsten. Also wir sehen, da ist irgendwie nicht wirklich Musik drin und die Euphorie in Sachen Aktienmärkte, vor allem aber auch in Sachen Konjunktur, ist so groß wie noch nie. Wir sehen also absolute Allzeithochs. Wir sehen absolute Allzeithochs in verschiedenen Bewertungsparametern. Und ich will jetzt hier nicht bärisch klingen. Nein, um Gottes Willen. Sie wissen ja, ich bin zum Dauerbullen konvertiert geradezu. Ich habe also das Glaubensbekenntnis gewechselt. Dementsprechend das nur als kleiner Hinweis an diejenigen, die sagen, Stocks always go up. Ja, das ist tendenziell ja schon der Fall, aber eben nicht immer. Und wir haben jetzt eigentlich ein wichtiges Ziel erreicht, ein Kursziel erreicht beim S&P 500, dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns mal die Euphorie an, die derzeit hier herrscht. JP Morgan sagt, US Growth is entering a boom period. Wir sind also in einer Boom-Periode. Wir haben praktisch eine Global Economy Recovery letztes Jahr vorne China geführt. Jetzt ist die USA sozusagen vorne und Europa wird dann folgen. Das ist gut für Risk Assets oder für Risky Assets, so eben wie Aktien. Dementsprechend kann die Botschaft nur lauten, kaufen, kaufen, kaufen. Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel heute Morgen vom IFO-Institut kam. IFO-Produktionserwartungen im verarbeitenden Gewerbe auf dem höchsten Stand, seit das ermittelt wird, nämlich seit dem Jahr 1991. Aber wenig später, um 8 Uhr, kam dann die deutsche Industrieproduktion aus dem Februar. Da war eigentlich ein Plus von 1,5% erwartet, aber es war dann ein Minus von 1,6%. Also eine ziemlich starke Abweichung. Da ist also nach wie vor, und das gilt ja praktisch für alle deutschen Konjunkturindizes wie den IFO-Index, wie den ZDW-Index, ist die Erwartung riesig, aber die aktuelle Lage gar nicht so riesig. Jedenfalls auch hier also absolute Euphorie, man erwartet sich gerade Wunderdinge. Aber schauen wir uns mal ein paar Frühindikatoren an. Oben hier ein Chart von Julien Bittel, da gibt es einen sogenannten Lead-Index, also einen Index, der normalerweise 10 Monate vorher beginnt in eine Richtung zu drehen, wenn wir Trendwechsel sehen, und der ist gedreht, da sind wir auf dem Weg nach unten. Der hatte damals schon frühzeitig auch signalisiert in der ersten Corona-Welle, wann es wieder nach oben gehen kann. Jetzt sehen wir, dass es da schon wieder deutlich nach unten geht und das wird bestätigt durch den von US-Ökonomen sehr stark beachteten Chicago Fed Activity, National Activity Index, der auch schon wieder nach unten gedreht ist. Auch ein Frühindikator, in den sehr, sehr viele Parameter einfließen, wahrscheinlich der umfassendste Konjunkturindikator, den die Amerikaner derzeit aufstellen, und wir sehen, da ist zunächst mal dieser Boom, ja, aber dann ist das sozusagen schon wieder abgeflaut. Wir sehen praktisch, dass das schon längst wieder gekippt ist. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten sehr gute Daten bekommen seitens der Konjunktur, vor allem in den USA, aber dann eben ist das wie so ein Strohfeuer, so könnte man zumindest vermuten, das dann auch schnell wieder erlischt. Aber die Marktteilnehmer und die Analysten sagen sich, ja, dieser Boom wird lange dauern. JP Morgan hat gestern gesprochen, wir werden das in das Jahr 2023 sogar mitziehen, und da habe ich meine gelinden Zweifel. Keine Zweifel haben, ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt, amerikanische Privatanleger. Da ist die Bullenquote jetzt bei 57%, das ist der höchste Wert seit Anfang 2018. Also man ist geradezu euphorisch, was soll schief gehen. Das heißt, hier ist die Investitionsquote relativ hoch, offenkundig. Nur einer oder mehrere, die sozusagen sich jetzt absichern wollen, sehen das offenkundig anders. Hier berichtet Reuters von einem immensen Trade in Sachen VIX-Optionen, nämlich Calls. Da wettet jemand darauf, dass wir bis Juli eine stark steigende Volatilität sehen werden. Und da hat gestern jemand mal eben 40 Millionen Dollar in Juli-Calls für den S&P 500 VIX Future rein investiert, respektive in die Option mit Laufzeit eben Juli. Und wir haben, wenn wir gerade vom VIX sprechen, von der Vola also, die normalerweise runtergeht, wenn die Aktienmärkte raufgehen, und umgekehrt, sehen wir, dass wir gestern jetzt auf den tiefsten Stand seit Februar 2020 gefallen sind, was den VIX betrifft.
Also wenig Angst im Markt. Wir sind jetzt wieder auf Niveaus, die wir eben vor der Corona-Krise hatten. Erstaunlich war ja immer, dass der VIX nicht unter 20 wollte, obwohl der S&P auf neue Allzeithochs gestiegen ist. Jetzt plötzlich dieser Durchbruch nach unten. Und da ist also durchaus Complacency der Fall. Da ist wenig Absicherung der Fall. Man hat diese Absicherungen offenkundig aufgelöst, weil man sich sagt, na, was soll schief gehen? Wir sind in der besten aller Welten. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Da sind wir jetzt oben an dieser Trendlinie praktisch angestoßen. Kurs C 4100 haben wir erreicht. Zumindest immer auf Future-Basis. Wir waren heute schon drüber, heute Nacht auf Future-Basis. Kann man dann ja sozusagen auch bei CFDs, die an den Future gekoppelt sind, nachvollziehen. Wir sehen diese massiven Aufwärtsgaps, aber wir sehen unten auch das Volumen. Das ist stetig abnehmend. Hier ein Chart übrigens von Michael Silver. Und wir sehen hier das Nasdaq Triple Q ETF, hier mit dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation, die nach oben ausgebrochen ist. Beim RSI haben wir gesehen, da sind wir schon beim S&P 500, also bei der relativen Stärke, die ein Maß ist, überkauft, überverkauft, sind wir schon ziemlich am Anschlag. Das ist beim Nasdaq noch nicht der Fall, aber wenn Sie unten mal gucken, dann sehen Sie das Volumen. Das ist minimal und insgesamt sehen wir neues Tief hier bei den gehandelten Volumina an der Wall Street. Das ist also stark abbauend. Tendenz geht weiter nach unten. Das ist normal durchaus, dass das Volumen geringer ist, wenn die Märkte nach oben gehen, und das Volumen höher, wenn die Märkte nach unten gehen, weil der Mensch eben ein Fluchttier ist. Und wenn Panik herrscht, dann sind alle in der Bewegung dagegen. Wenn die Dinge offenkundig ganz problemlos scheinen, bewegt sich kaum einer. Und so ist das gestern offenkundig gewesen. Aber es ist schon auffällig, dass das Volumen so dünn ist, dass da also wenig Saft hinter dieser Rallye steht, die wir derzeit erleben. Und wir erleben auch neue Hochs in Sachen Bewertungen. Wir haben es das erste Mal beim S&P 500, das sogenannte Price-to-Sales-Ratio, also praktisch Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz, haben wir das erste Mal jetzt den Faktor 3 überschritten, gab es noch nie. Und in Sachen Marktkapitalisierung der Wall Street in Relation zum US-BIP haben wir das erste Mal die Marke von 200% überschritten, also neue Rekorde allenthalben. In Sachen Bewertung, günstiger wird es nicht mehr, naja, könnte man vielleicht auch anders sehen. Wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, sehen wir gestern starker Gewinner Information Technology, Nasdaq. Da sind also wieder die großen Tech-Werte die Treiber gewesen, schwach dagegen Energie. Der Rest hat so ein bisschen hin und her gezappelt, ohne ganz klare Richtung. Wir sehen hier keine großen Balken. Wichtig war für die Märkte auch die Schwäche des Dollars. Der Dollarindex hier jetzt wieder an der 92er-Marke. Unterstützung, wir haben gestern gesehen, Euro-Dollar wieder über die 1,19er-Marke. Das alles gleichzeitig mit dem Rückgang der Renditen. Das hat Tech dann wieder geholfen. Gibt es wieder diese enge Korrelation, die wir wochenlang beobachtet haben, nämlich steigende Renditen, sinkende Tech-Werte, dann sinkende Renditen, steigende Tech-Werte, Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, dass wir beim Dollarindex jetzt an einer wichtigen, sehr zentralen Unterstützung sind, die wir zuvor gebrochen hatten. Und dieses neue Allzeithoch, was wir auf Future-Basis im S&P 500 erreicht hatten, das lag auch daran, dass hier die New York Fed, nämlich die Vizechefin der New York Fed, Lori Logan, heute Nacht etwas gesagt hat, was die Märkte so ein bisschen vielleicht missverstanden haben sogar. Die Amerikaner haben ja jetzt seit Mai 2020 eine neue Anleihe, nämlich eine 20-jährige Anleihe. Vorher gab es nur 10 und 30, die längste Staatsanleihe der USA ist 30 Jahre. Jetzt hat man dann letztes Jahr eine 20-jährige Anleihe eingeführt und man hat seitens der Fed festgestellt, oh, wir kaufen ja ständig Anleihen im Rahmen des Quantitative Easing. Wir werden wahrscheinlich die Käufe der 20-jährigen Anleihe ein bisschen erhöhen. Daraus haben viele geschlossen, oh, die wollen also offenkundig mehr QE betreiben, und haben gleich mal die Aktienmärkte auf Future-Basis nach oben gekauft. Gleichzeitig ist die Rendite der 20-jährigen US-Staatsanleihe deutlich unter Druck gekommen nach diesen Aussagen. Aber in der Summe wird sich ja das QI eigentlich nicht verändern. Das ist vielleicht ein kleines Missverständnis, was hier der Fall war. Apropos in Sachen Staatsanleihen, gestern haben die Amerikaner nochmal klargemacht, dass sie in der nächsten Woche drei
Staatsanleihen verauktionieren werden mit verschiedenen Laufzeiten, darunter eine 10-jährige Staatsanleihe. Also es kommen immer mehr Anleihen auf den Markt. Das wird perspektivisch dafür sorgen, dass die Renditen wieder nach oben gehen. Schon weil eben so viel Angebot besteht an diesen Treasuries. Und wir sehen hier, wir haben jetzt einen absolut neuen Rekord in Sachen Emission von Staatsanleihen in den USA gesehen. 372 Milliarden, das haben die Amerikaner noch nie gemacht, auch in der Finanzkrise. Da hat man kräftig zugelangt. Da sehen Sie immer diese Spikes nach oben, wenn Krise ist, weil dann der Staat Geld braucht. Das holt er sich über die Emission von Staatsanleihen. Hier sehen wir also absolut neue Rekorde. Und das vielleicht mal auch nebenbei erwähnt. Man denkt ja und sagt sich, wow, die Dinge gehen jetzt wieder nach oben, Arbeitsmarkt ist erholt etc. Aber es gab jetzt eine Umfrage hier zum Beispiel in Kanada, das ja durchaus Ähnlichkeiten mit den USA aufweist. 53% der Kanadier sind am Rande der Insolvenz, haben also weniger als $200 Reserve, die sie für ihre Rechnungen hätten. Also sie haben kaum Puffer, um gerade mal die Rechnungen zu bezahlen, die sie monatlich haben. Kanada ja einer der Staaten, die am meisten reingebuttert haben in Sachen fiskalischen Stimulus, die, wie wir hier unten sehen, den absolut krassesten Immobilienmarkt haben seit dem Jahr 2000. Eine Steigerung von weit über 200%. Dagegen ist Deutschland ein Stiefkind, das sehr schüchtern in der Ecke sitzt. Also wir sehen, da geht es um viel. Da sind die Leute teilweise eben auch mit Hauskrediten vollgepumpt, die sie bedienen müssen. Da haben sie Probleme. Also wir sehen, diese Boom-Geschichte kommt bei vielen Leuten überhaupt nicht an. Und kommen wir noch zu einer lustigen Geschichte. Sie erinnern sich an Archegos, diesen Family Office, faktisch ein Hedgefonds von Bill Wang, der als junger Mann aus Südkorea in die USA eingewandert ist, der in kurzer Zeit $20 Milliarden verloren hat. Der wurde dann noch von den Banken angerufen. Der saß ja in Medienaktien, US-Medienaktien und in chinesischen Tech-Aktien, wurde von den Banken angerufen und gebeten, reduziere doch ein bisschen dein Risiko. Und dann hat er gesagt, nein, ich verkaufe nicht, wie ein interessanter Hintergrundbericht von Bloomberg gezeigt hat. Jedenfalls lustig ist, dass Morgan Stanley heute jetzt Credit Suisse abgestuft hat. Credit Suisse ist ja mit Nomura die Bank, die am meisten unter dieser ganzen Geschichte leidet. 4,7 Milliarden Dollar hat Credit Suisse hier verloren. Jetzt wird man downgegradet von der Bank, die praktisch Credit Suisse diesen Verlust hier zugeschustert hat, wenn man so will. Denn die haben mit als erstes verkauft. Sie erinnern sich an den Film Margin Call, wer zuerst verkauft, der hat noch die geringsten Verluste. Das scheint Morgan Stanley und Goldman Sachs gewesen zu sein, die dies böse erwischt hat, sind Credit Suisse und Nomura. Also hier jetzt Abstufung von Credit Suisse durch einen, der dadurch gewonnen hatte, dass er vorzeitig eben hier diese Werte verkauft hatte von Archegos. Jedenfalls sehen wir, dass die Credit Suisse jetzt gesagt hat, wir werden die Hebel für unsere institutionellen Kunden, vor allem aus dem Hedgefondsbereich, verringern. Und da man davon ausgehen kann, dass da noch andere Jungs ein bisschen hochgehebelt irgendwo sitzen, nicht nur bei der Credit Suisse als Kunde, sondern überall, könnte das sozusagen durchaus langfristige Folgen haben, wenn eine Enthebelung stattfindet, wenn dann andere eben sagen, okay, jetzt müssen wir leider hier verkaufen, weil wir praktisch höhere Margin-Anforderungen haben. Das ist ein Faktor, der in den nächsten Wochen durchaus eine Rolle spielen könnte. Kommen wir noch abschließend nach Deutschland. Hier sehen wir eine interessante Relation, die Holger Czepisch von der Welt hier aufgemacht hat, nämlich der DAX in Relation zur Bilanzsumme der EZB, die übrigens in der letzten Woche das erste Mal oder in dieser Woche das erste Mal wieder ein bisschen gesunken ist nach 523 Jahren Anstieg in Folge. Jedenfalls sehen wir, dass Czepisch hier zeigt, dass der DAX in Relation zu der Bilanzsumme der EZB eigentlich seit nicht wirklich steigt, obwohl wir in der Nähe des Allzeithochs sind. Da laufen wir also seitwärts, wenn man so will, sind auf dem Niveau des Jahres 2001, wie er hier, oder 2008, 2009, wie Czepisch hier zeigt. Das ist das eine. Und wir haben neue unschöne Zahlen aus Deutschland in Sachen Infektionen mit Corona. 7-Tage-Inzidenz jetzt auf 110, über 25.000 Neuinfektionen. Das dürfte Angela Rückenwind geben. Schäuble hält jetzt eine schnelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes für möglich und nötig. Das heißt, dass wahrscheinlich der Bundestag beschließen wird, dass dann die Regierung, das Bundeskanzleramt, der eben die Möglichkeit hat,
hier länderübergreifend, bundesländerübergreifend, hier zum Beispiel einen Lockdown zu verhängen, damit alles überall gleich passierte in den Bundesländern. Das also dürfte sozusagen die Vorbereitung darauf sein, was wir dann am Montag erleben werden. Das ist also erstmal die Situation. Wir haben zwar hier in Deutschland, in Europa, sitzen wir nach wie vor fest im Lockdown, aber man erwartet sich auf der anderen Seite absolute Wunderdinge der Konjunktur. Es ist eine Euphorie in Sachen Konjunktur, wie auch in Sachen Aktienmärkte der Fall, die man selten so gesehen hat. Ist das ein optimaler Zeitpunkt zu kaufen? Das möchte ich Ihnen überlassen, meine Damen und Herren. Und wünsche jetzt einen wunderbaren Freitag und sage Servus und Ciao.